Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Ja, wir sind wieder hier und werden die Stadt noch weiter erkunden. Denn wir sind in der nächsten Stadt angekommen. Die ist auch sehr, sehr groß. Auch, ja, ich muss mich auch erstmal hier zurechtfinden. Was ist das hier? Das Schiff der Stratos City liegt hier ab. Es kann wilde Gewässer durchqueren, die für Pokémon unbindbar sind, wie auch immer. Der Kapitän gibt sein Debüt in Pokéwood. Er meinte, wenn seine Tochter gleichzeitig Arenaleiter und Fundfrau einer Band sein kann, dann könne auch er sowohl Kapitän als auch Schauspieler sein. Das war eine Frau? Okay. War mir jetzt nicht so bewusst. Kleinen Moment, ich muss mal kurz hier schauen. Okay, passt. Dann hier gibt's noch zwei. Schaltet zunächst das Sigi ein. Dann berührt die Schaltfläche mit der Aufschrift verbunden in der Mitte des Sigis und sieht dir das Passier-Logbuch an. Schaltet es nicht. Ja gut, gibt's halt Tipps bezüglich den Sigi, aber den können wir eh nicht benutzen. Hier geht's runter, sehe ich gerade. Will ich doch mal ganz kurz nachschauen. Eine Perle, die kann man verkaufen und Geld kriegen. Verstecktes Item, weil ich wusste, dass hier irgendwas sein muss. Der Gang ist schon ein bisschen versteckt hier. Hey du, weißt du über die Kampfbox Bescheid? Du kannst sie über den PC in Pokémon benutzen. Sehr praktisch. Mikas Band. In letzter Zeit wird es immer schwerer, an Tickets für ihre Konzerte zu kommen. Anscheinend gehen sie bald auf eine Auslandstournee. Okay. Das Guckmada ist seit meiner Geburt an meiner Seite. Mit seiner Fähigkeit als Lauge hat es mir schon zahllose Male geholfen. Gibt's da unten noch eine Frau? Ist meine Medaille nicht total schön? Wenn man die Hinweise auf den Tippmedaillen befolgt, kann man noch viel mehr Medaillen sammeln. Ja, das stimmt. Aber brauche ich jetzt nicht so unbedingt. 1, 2, 3, 4, 5, 6! So viele Pokébälle kannst du an deinem Gürtel befestigen. Das heißt, du kannst 6 Pokémon auf einmal dabei haben. Warum erfindet man nicht einfach Gürtel mit 7 Pokébällen? In dieser Richtung liegt die Traumfabrik Pokéwood. Dabei handelt es sich um ein Filmstudio. Zurzeit kann man dort vorsprechen. Sie schauen sich gerade den Kapitän an. Befugten ist der Zutritt verboten. Ja, wir wollten hier nochmal rein, weil wir wollten nochmal hier in den Shop schauen, ob es hier was Neues gibt. Na gut, die Briefe halt, aber sonst hier weiter nichts. Und Stream. Weil es sagte, irgendjemand hat gesagt, in jedem Poké-Center oder im Pokémon-Supermarkt gibt es auch was anderes, aber nö. Vielleicht habe ich mich darauf verlesen, keine Ahnung. So, da hinten ist noch so ein Pokéball. Wie kommen wir da hin? Hinter vielleicht? Irgendwie? Nee. Keine Ahnung, wie wir da rankommen. Wahrscheinlich später mit Surfer. Das kann ich mir gut vorstellen. So. Ich weiß aber immer noch nicht, wo die Arena ist. Hier waren wir noch nicht. Papietro-Werke, eine Fusion von Feuer und Stahl. Sind wir hier schon hin? Nächster Treffer. Erhöht Genauigkeit. Weiß nicht. Ob man hier schon hin darf. Ich wollte ja den Arenaleiter herausfahren. Moment, was ist das? Ach hier. Das habe ich gar nicht gesehen. Dann gehen wir hier rein. Let's go. Okay, das ist sehr interessant hier. Hallo. Das hier ist eine Pokémon-Arena und gleichzeitig eine Konzerthalle. Die Arenaleiterin und ihr Band proben gerade. Du kannst sie also ruhig herausfordern. Du hast sicher durch hier eine Aufmerksamkeit des Hauses. Und Taufelwasser haben wir letztes Mal auch bekommen. Halt 50 KP. Sind eigentlich unsere Pokémon geheilt? Ich glaube ja. Ja. Das sind Gift-Pokémon. Ich werde erstmal René nach vorne packen. So, dann geht's jetzt hier in die Konzerthalle rein. Gibt's hier irgendein. Okay, interessante Musik. Gibt's hier irgendein Rätsel oder so? Ich bin Tontechniker. Ich achte hier in der Konzerthalle darauf, dass die Akustik gut ausbalanciert ist. Bist du ein Trainer? Achtest du darauf, dass die Typen deines Pokémon-Teams ausbalanciert sind? Ja. Das ist nicht meine Arena-Leiterin. Sie versteht das wirklich, den Pokémon ihren Charme zu entlocken. Das liegt wohl daran, dass sie mit Leib und Seele dabei ist, was sie auch tut. Ja, ich möchte sie herausfordern. Es ist zu laut, ich verstehe kein Wort, Dennis.
Wer mir im Weg steht, wird aus dem Weg geräumt. Und jeder andere auch. Ah, okay, der will kämpfen. Jetzt werden wir ja sehen, ob wirklich Gift-Pokémon drankommen, aber ich denke schon. Oh, Raufbold. Slimer, ja. Das sind Gift-Pokémon. So. Los, René. So, was könnte man machen? Kraftschub. Ich weiß nicht, wie Gift jetzt auf Riolo wirkt, aber ich glaube normal, also normal effektiv. Oh, kommt so ein Fund. 9 KP Schaden, okay. Machen wir jetzt einen Rückzug-Hieb. Angriff ist erhöht. Was? Oh, trotzdem so wenig Schaden. Scheiße. Und Rückkehr. Oh, macht schon mehr Schaden. Giftwolke, shit. Vergiftet. KP, das 4 KP. Ich wechsle. Also es ist problematisch, dass wir nur zwei Pokémon haben, die mit ihren Typen noch nicht viel anfangen können halt. So, Rückkehr. Ah, der hat anscheinend noch keine Giftattacke. Aber der Arenaleiter wird extrem schwer. Guck mal, das ist hier schon auf Level 14. So hoch wie unser höchstes Pokémon. Hat der ein Pokémon oder zwei Pokémon? Ich hoffe mal nur eins. Wenn er zwei hat, dann ist das krass. Boah, Level 15 für Jonas, das ist sehr, sehr wichtig. Er hat noch eins. Smogon. Ah, Mann. Nee, ist vergiftet. Wie Schaden macht das? Nicht ganz so viel. Aber der hat bestimmt eine Giftattacke drauf. Oh, 14. Giftwolke. Jetzt ist er auch vergiftet. Mann. Ich muss zum Beute. KP. AP Erholung. Setz einen Trank ein. Kann jetzt auch kein Gegengift einsetzen, weil es mir eine Runde wieder wegnimmt. Es ist hart, es ist sehr, sehr hart. Ach, nehme ich jetzt hier ein Tafelwasser. Ganz einfach. Das andere würde ich mir aber für den Arenaleiter aufheben. Wenn wir jetzt schon bei normal. Alter. Ich komme darauf ehrlich gesagt nicht klar. Am Rückkehr. Oh, sehr schön. Das war sehr, sehr wichtig. Wir rennen gleich nochmal zum Pokécenter. Ich möchte jetzt nicht hier die ganzen Tränke aufgeben. Sehr schön. Aber ein Level Up wäre jetzt noch gut gewesen. Es könnte so sein, dass sich Jonas bald weiterentwickelt. Auf diesem Level. Weiß ich aber nicht ganz, ob das dann schon so weit ist. Kommen wir erstmal zum Pokécenter. Ist ja ein Glück. Hier gleich um die Ecke. Wie viel Geld haben wir? Dann können wir nochmal ein paar Tränke kaufen zufällig. Wenn wir jetzt einmal hier sind. René müsste vielleicht noch ein paar Level höher sein. Wie gesagt, eine Giftattacke und Jonas ist weg. So, ja, wir können noch mal ein paar Tränke kaufen. 4 Stück. Oh, oder? Warte, der hat noch ein Gegengift und wir haben noch 100 übrig. Ja, kommt noch ein Gegengift. So. Mehr Geld haben wir aber jetzt wirklich nicht. Obwohl, wir hätten eigentlich die Perle noch verkaufen können. Ist jetzt aber egal. Wir rennen nochmal zurück. Und Moment mal, ich bin jetzt hier komplett falsch. Hier. Ja.
Ah, schade, dass es hier nicht so Rätsel gibt, weil das war zum Beispiel in der vierten Generation so. So, dann auf zum nächsten Kampf. Wie viel Pokémon hat er? Was für Pokémon? Oder sie? Zwei Pokémon. Toxipet. Ach, okay. Käfergift ist das. Das kenne ich, das kenne ich. Dieses Pokémon. So. Kraftschub. Oh nein! Es war nicht sehr effektiv, aber trotzdem, das wird halt jetzt immer stärker. Da müssen wir sofort reagieren. Ja, das macht ordentlich schon mal Schaden. Gefällt mir. Doch, das kriegen wir hin. Den kriegen wir hin. Was, René? Oh, Volltreffer! Alter, nice! Level up, sowas man verdient. Ich möchte jetzt Smogon. Ich möchte jetzt nochmal zu Jonas wechseln. Denke ich. Ich schau mal kurz Bericht an. Er braucht noch 100 XP. Ja, genau. Ich wechsle nochmal zu Jonas. Weil ich möchte, dass er auch nochmal ein Level aufsteigt, bevor wir gegen den Arena-Leiter kämpfen. Ich habe nicht im Kopf, wann er sich entwickelt. Das ist so, auch bei mir jetzt schon ewig her, daher. Ich weiß es nicht. So, Wachstum. Lieber jetzt erstmal kurz Angriff und Spezialangriff erhöhen. Ja, Tackle ist nicht so schlimm. So, Rückkehr. Ja, sehr schön. Weiter so. Läuft doch. Ja, so muss das. Das war jetzt schon einfacher. Level 16. Grasmixer. Okay, eine neue Attacke. Eine Pflanzenattacke. Anwender greift an, indem er das hier in ein scharfes Blattwerk entwickelt. Indem er das hier in einen. Ach, keine Ahnung. Denkt eventuell die Genauigkeit. Ich kann nicht mehr sprechen. Aber nice. Nice Attacker. Dafür kommt Tackle weg. Wir haben eine neue Pflanzenattacke. Sehr schön. Das heißt natürlich, dass es sich jetzt natürlich nicht entwickelt. Wenn das auf demselben Level eine Attacke erlernt. Gut. Ist auch möglich, aber nicht beim Starter. So, jetzt Beute. Ich habe Angst. Ich habe ehrlich gesagt Angst. Los geht's! Ich bring dich jetzt zum Ausflippen! Bitte nicht. Oh, wenn wenigstens Wasser-Pokémon oder so dran gekommen wären. Oh nein. Smogon. Aber nur zwei Pokémon. Welchem Level ist dieses Smogon? 16. Uiuiui. Auf Jonas Level. René ist zwei Level tiefer. So, Kraftschub erstmal. Initiative ist immer noch höher, das gefällt mir. Tackle. Okay. Vielleicht setze ich nochmal einen Tackle ein. Ja, tut er? Dann kann ich das nämlich kontern. Und das hat sehr, sehr viel Schaden gemacht. Aber René braucht einen Trank. Ich möchte jetzt René nicht so schnell aufgeben. Daher lieber jetzt einen kurzen Trank einsetzen. Und nochmal Konter. Ja, sehr schön. Super, René. Naja, da hat sich jetzt nochmal Konter ausgezahlt. Level 15. Kraftwelle. Ja, das ist, glaube ich, eine Kampfattacke. Kann das sein? Ja, endlich! Sehr schön. Ruckzuckhieb kommt raus. Konter lasse ich erstmal drin, weil es jetzt uns doch ein bisschen geholfen hat. Aber eine Kampfattacke. Rollum. Das war das die Weiterentwicklung von dem Käfergifttyp.
Bleiben bei René mal. So, nochmal einen Tank einsetzen. René natürlich. Komm, René. Level 18. Giftschock. Und wie weit ist das effektiv? Ich glaube normal. Scheiße, was machen wir? Setzen nochmal einen Tank ein. Vielleicht macht er jetzt extra eine schwächere Attacke, aber ich glaube ja weniger. Hey, das überleben wir nicht. Aber gegen Jonas ist das sehr effektiv. Das ist eigentlich jetzt so dumm, was wir machen. Aber was soll ich denn sonst machen? Alter, macht das viel Schaden. Soll ich den Zug von Jonas nehmen und mal René komplett heilen? Komplett müsste ich dieses Tafelwasser einsetzen. Komm, das setzen wir ein. Tut mir leid, Jonas. Gar keine Chance. Wie ist Kampf auf Giftkäfer? Nein, das weiß ich nicht. Setz einfach mal Kraftwelle ein. Oh, er setzt jetzt so Schutzschild ein. Okay. Ah, da bräuchten wir jetzt Offenbarung, ey. Wir probieren es einfach mal aus. Ah, scheiße. Das war ein Volltreffer. Ey, wir. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir brauchen Training. Oh, jetzt mehr Pech können wir nicht haben. So, Leute, wir gehen jetzt erstmal trainieren. Scheiße, ey. Oh Mann, das dritte Mal Game Over in diesem Spiel. So schlimm war es noch nie. Mache ich irgendwas falsch? Habe ich Wartet mal, ich habe diesen Ort da unten noch nicht erkundet. Ich denke, ich sollte den erstmal erkunden. Vielleicht. Das ist dann auch nochmal perfektes Training sozusagen. Ja, wir machen's. Wir gehen erstmal hier und erkunden diesen Ort. Da war noch ein Pokéball, aber wie komme ich denn da hin? Ganz außen irgendwo. Gibt's hier dann dementsprechend auch Trainer? Warte, dort gab's rechts noch einen Weg, da wollte ich jetzt erstmal hin. Achso, da waren wir schon. Oder? Nee, mit dem Typen waren wir noch nicht. Hey, ich habe da eine Spitzenidee. Wollen wir nicht tauschen? Dein Pokéball gegen meinen Superball? Geil. Wir tauschen Pokéball gegen Superbälle. Interessant. Sonst ist hier leider nichts. Schade. So, wir sind hier auch im Frühling. Hat man ja jetzt schon öfters gesehen. Ist das wirklich von der echten Jahreszeit abhängig? Es sind ja keine Kämpfer. Hey Trainer, du hast ein paar aufgeweckte Pokémon, wie mir scheint. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Es geht darum, die Arbeiter hier in den Werken mal wenig zu motivieren. Sieht's aus? Willst du das übernehmen? Ja, wir haben ein paar Arbeiter, die hier in den Werken ganz frisch angefangen haben. Wäre super, wenn du die drei dazu bringst, mal etwas Dampf zu machen. Okay. Ja, aber Trainer, sehr schön. Wir brauchen dieses Training, ey. Gerade René braucht das jetzt, um gegen den Arenaleiter anzutreten, weil nur René kann da jetzt was machen. Und Yorkleff, ja, endlich haben wir auch etwas Starkes gegen die. Und Jonas, wie gesagt, nochmal so sorry, dass ich dich da kurz aufopfern musste. Mann. Oh. Jetzt mit einer Kraftattacke ist das schon viel. Kampfattacke. Das ist schon viel besser hier. So, ich kenne natürlich diesen Ort hier nicht. Dementsprechend. Oh, da kann man runterfallen. Interessant. Dementsprechend muss ich mich auch erstmal hier durchfinden. Willst du auch kämpfen? Solange ich mit meinem geliebten Pokémon zusammen sein kann, bin ich glücklich. Wie ein Kampf, meinetwegen. Achso.
Er will doch kämpfen. Weil er so weggeschaut hat. Na genau. Ja, jetzt werden wieder Normal-Pokémon eingesetzt. Das ist ja nochmal ein bisschen besser. Level 12. Schönes Level. Genau richtig. Ich glaube, man hätte sowieso hier erstmal hingehen müssen. Ich weiß nicht, ob laut Karte danach noch ein Ort kommt, aber ich glaube nicht. Elekid. Okay, das ist ein Elektro-Pokémon. Ja, der wird wahrscheinlich uns paralysieren können, wenn wir ihn halt physisch angreifen, aber wir haben eh nichts anderes. So. Jetzt haben wir leider keinen Ruckzuck-Hieb mehr. Schade. Haben wir mal Rückkehr. Ah, Fußkick. Macht nicht viel Schaden. Level 16 für René. Ja, ich denke mal, wenn René dann auf Level 18 ist oder so, dann passt das schon. Dann passt das. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ich habe eben so überlegt, ich will mal was machen. Ach, ich wollte auf die Karte schauen, genau. Hier danach kommt kein Ort. Das ist jetzt einfach nur ein zusätzlicher Ort. Okay. Der sehr, sehr verzwickt ist, also. Ach, da waren wir ja schon. Stimmt, wir kommen von hier unten. Bedeutet, jetzt gehen wir nach dort. Dort ist nochmal ein Trainer. Glaube ich. Ja, da, genau. Aber wir haben schon mal in der Arena die zwei anderen besiegt, bedeutet, dass wir die dann nicht nochmal machen müssen, ein Glück. So, Kraftwelle. Hundesfutter. Selbst auch dieses Hagelotz, was sonst immer. Nee, Nagelotz, was sonst Probleme bereitet hat bei René. Ja, gibt's hier dann irgendwas? Nur ein Trainer zum Kämpfen, interessant. Schau hier noch kurz so, ob. Nee. Hier gibt's weiter nix. Dann gehen wir mal hier runter. Moment mal, man hätte sonst hier nicht hinkommen können, glaube ich. Okay. Ein Riolu. Ja, gut. Ist Kampf auf Kampf? Kampf auf Kampf ist, glaube ich, normal effektiv. Also mache ich ruhig jetzt hier Kraftwelle. Genau. Oh, Volltreffer, sehr schön. Ah, fast Level 17. Sehr schön. Ach, Kraftwelle hat leider nur 10er AP, bedeutet, wir können Kraftwelle jetzt nicht mehr so häufig auswählen. Aber mein Ziel ist sowieso erstmal bis Level 18. Was sollten wir noch hinkriegen mit den restlichen AP? So. Hier gibt es sonst nichts. Außer Pokémon halt im wilden Gras. Oh, ein Magnetilo. Wurde uns auch gesagt, dass man hier Magnetilos finden kann. Aber Magnetilo habe ich schon trainiert. Im letzten Pokémon-Let's Play, glaube ich. Pokémon Hard Gold. Also sonst ist hier nichts interessant. So, dann können wir ja nochmal hier hochgehen und mal die anderen Wege anschauen. So, da wackelt gerade. Da möchte ich jetzt mal zum wackelnden Gras gehen. Das ist nur ein normaler Pokémon-Kampf oder? Ein Ohr doch. Von dem kriegt man viele KP, EP, wurde gesagt. Naja, werden wir erstmal hier siegen. Oh, hat so überlebt. Und frisst gleich noch eine Beere dazu. Das ist eine Beere. Ja, Duplex-Hieb. Passt. So, Rückkehr. Dann ist es besiegt. Nein, nicht ganz. Das ist jetzt so bitter. Aber jetzt hat es keine Chance mehr. So, wie viele EP kriegt man? 462, das ist wirklich wahrhaftig sehr, sehr viel.
Bedeutet nur noch ein Trainerkampf und dann ist René Level 18. Dann können wir erstmal mit Jonas weiter arbeiten. Das sind ja keine normalen Trainer, weil die auch sprechen, nur ich überlese den Text sozusagen. Wer sich für den Text interessiert, kann ja das Video pausieren. Ein Magby. Da hätten wir jetzt eh nicht mit Jonas kämpfen können. Ah, schön, dass hier mal ein paar andere Pokémon drankommen, nicht nur diese Standard-Pokémon. Paralysiert. Paralysiert. Aber wir brennen. Nein. Ha. So. Rückkehr. Das könnte so an EP dann schon ausreichen. Doch, eigentlich schon. Wunderbar. Aber war knapp. So, natürlich wechsle ich jetzt, obwohl ein Smogon kommt. Das ist eigentlich für Jonas jetzt nicht so schön, aber... Wir haben jetzt keine andere Wahl. Komm, das kriegst du trotzdem hin, Jonas. Hier, Rückkehr. Ein paar Mal. Jetzt ist es noch vergiftet. Ah, so unser Pokémon. Ja, und was mir dann noch einfällt, was ich auch noch sagen wollte, bezüglich den Namen der Pokémon, unserer Pokémon. Habe ich mir auch halt so überlegt, die erste Überlegung war, oder der erste Gedanke, wie ich da drauf gekommen bin, die Pokémon dieses Mal so zu nennen, ist auch aus dem Fall ein Grund. Ich wollte einfach mal einen Namen nehmen, wo sich vielleicht auch mehrere Leute angesprochen fühlen. Vielleicht schauen hier mehrere Jonas dazu, kann ja sein. Und jeder Jonas kann sich ja dann angesprochen fühlen, oder jeder René. Und die Namen, die ich ja dann noch so verwende. Und wenn ich hier zum Beispiel jetzt einen Ingame-Namen nehme, wie zum Beispiel in den letzten, im letzten Let's Play Tribe, Bone oder hier dann, wo ich erstmal zuerst King Kong nehmen wollte, da fühlt sich dann nur eine Person angesprochen halt. Wisst ihr, was ich meine? So. Wollen wir Trank und so nehmen? Ja, müssen wir eigentlich. Oder rennen wir nochmal schnell zurück? Der Part ist eh vorbei. Dann renne ich kurz zurück und dann renne ich auch wieder hier hin aufs Skin, heile die Pokémon und dann sehen wir uns an dieser Stelle im nächsten Part wieder. Bis dahin, bye bye und ciao.